Dank Farek war das genial. Nachdem wir über Wochen häppchenweise Informationen zu Obi-Wan Kenobi besprochen haben, war es gestern Abend soweit. Wir alle wurden mit dem allerersten Teaser-Trailer zur Serie überrascht und holy moly. Genauso wie erwartet, zeigt uns der Trailer mit der Musikuntermalung ein extrem wichtiges Detail. In Kenobi dreht es sich um die Auswirkungen der Prequels und ein enormer Fokus wird darin liegen, Geheimnisse zu lüften und die beiden Kontrahenten, Vader und Obi-Wan, antreten zu lassen. Steigen wir also direkt ein, Freunde der 212. Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Ewan McGregor über den gebrochenen Obi-Wan, der seiner Aufgabe nachgeht, den Auserwählten zu beschützen. Und damit fängt der Teaser an. Obi-Wan in der heißen Wüste Tatooines mit seinem Eopi. Dieses Reittier sahen wir bereits in Episode 3, als er Luke zu Owen und Beru brachte. Vermutlich reist er zwischen der Wüste und der Stadt, um Lebensmittel und andere Dinge zu besorgen, die er zum Überleben benötigt. Mit den Worten, der Kampf ist vorbei, wir haben verloren, spricht Kenobi direkt die Auswirkungen der Order 66 und den Untergang des Jedi-Ordens an. Die Republik und die Demokratie, die zu Fall gegangen sind. Wem er das erzählt, ist natürlich die Frage. Qui-Gons Machtgeist vielleicht, aber wäre das zeitlich gesehen nicht etwas spät, jetzt darüber zu sprechen? Nun, auch wenn wir wissen, dass Yoda ihm die Aufgabe erteilte, die Macht zu erforschen und Qui-Gon zu kontaktieren, erfuhren wir im Buch Skywalker, A Family at War, dass Obi-Wan 10 Jahre brauchte, um letztlich mit seinem alten Freund und Meister sprechen zu können. Das passt ganz zufällig mit dem Zeitraum überein, in dem die Serie stattfindet. 10 Jahre nach Episode 3, Die Rache der Sith. Qui-Gon wiederzusehen oder zu hören wäre ein absoluter Traum und passt damit sehr gut ins Bild. Auf den Bildern von Entertainment Weekly erkennen wir zudem Kenobi in einer Höhle und vom Hall in seiner Stimme passt es ziemlich gut überein, dass er hier zu jemandem oder etwas spricht. Kenobi schrieb ebenfalls ein Tagebuch, er könnte diese Worte also auch niederschreiben. In der Distanz sitzend beobachtet er die Lars-Familie und wir sehen den kleinen Luke Skywalker, der genauso wie sein Vater einst Riesenspaß daran hat, sich selbst als Piloten vorzustellen. Das berührt unser Herz und zeigt uns verstärkt die Parallelen zwischen Luke und Anakin Skywalker. Versteck dich klingt nicht mehr hallend und stellt uns vor eine Frage, wem er das sagen könnte. Gezeichnet von der Zeit springen wir vom jetzigen Ben Kenobi zum Lucasfilm-Logo und die Musikfreunde. Duel of the Fates war schon immer das größte Star Wars-Lied. John Williams' meistgehörter Track aller Zeiten leitet so viele Emotionen und Gefühle ein, die wir kaum in Worte fassen können. Es offenbart, was diese Serie für uns sein wird und wie es uns vom Anfang bis zum Ende zum Weinen bringen könnte. Genauso wie wir es besprachen. Der Traum eines jeden Star Wars-Fans. Hier erklärt der Großinquisitor vermutlich den anderen Inquisitoren, dass die Geduld das Wichtigste dabei sei, die Jedi zu jagen. Die Informationen über die Jedi-Jäger sind damit letztlich bestätigt worden. Mit seinem Schiff fliegt er über die endlosen Meere Nurs, dem Wassermond aus dem Mustafa-System, auf dem sich das Hauptquartier der Inquisitoren befindet. Dieser Ort hat eine ganz besondere Rolle, denn er gilt dem Verhör und der Folter gefangener Jedi. Ein wichtiges Detail übersieht man schnell, aber wir erkennen auf der Landeplattform der Festung ein Lambda-Klasse T4-Shuttle, das nur für ranghohe Offiziere und so auch Darth Vader genutzt wurde. Es ist kein Geheimnis, dass er vorkommt und einzig er hatte innerhalb des Imperiums mit den Inquisitoren zu tun. Nicht nur die Ausbildung lief unter Vader ab, sondern auch die Absprache und Direktive. Das könnte also der allererste Teaser für Darth Vader sein, aber später gibt es dazu nochmal mehr. Der Großinquisitor, der selbst einst eine Tempelwache des Jedi-Ordens war, verhört auf Tatooine einen Bürger, um vermutlich die Suche nach Obi-Wan oder einem anderen Jedi aufzunehmen. Sein Aussehen trifft nicht ganz das uns eigentlich Bekannte seiner Spezies, aber das stört uns nicht weiter. Im nächsten Shot reist Obi-Wan in eine andere Stadt, vermutlich um den Planeten zu verlassen. Das passt erneut mit den Worten des Großinquisitors überein. Kenobi kann nicht aufhören, das Gute zu tun. Vermutlich möchte er seine Spuren von Tatooine verwischen und die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, um Luke zu schützen. Auch hier sehen wir nochmal die Unterwasserfestung der Inquisitoren und es wäre nicht verwunderlich, wenn der Großinquisitor eine kleinere Rolle einnimmt und den anderen Jägern den Vortritt überlässt und sie anweist, da er, wie wir wissen, diese Serie und die Geschehnisse bis Star Wars Rebels überleben wird.
Reva ist augenscheinlich die erste Kontrahentin Kenobis, die sehnsüchtig den Jedi-Meister jagt und eine Blutspur hinterlässt. Owen Lars beobachtet diese hingerichtete Person und wir verstehen, wie ungemein gefährlich die Lage für den Stiefvater Lukes ist. Reva verfolgt Kenobi nach Dayu, der von den Serienmachern als graffiti-verseuchter Nachtlebenplanet beschrieben wird. Vom Großinquisitor auf Tatooine bis hin zu einer imperialen Offizierin werden wir zu den beiden anderen Inquisitoren gebracht. Eine neue Inquisitorin und der fünfte Bruder aus Star Wars Rebels durchkämmen die Straßen Dayus. Weiter erklärt der Großinquisitor, dass der Jedi-Kodex wie ein Juckreiz sei. Kenobi, der aus den Schatten agiert und nicht aufhört, den Bürgern zu helfen und für Verwirrung zu sorgen. Ein neuer Droide interagiert mit einem Stormtrooper. Auf dessen Brust können wir den Schriftzug Ned auf Aurebesh lesen. Was das für ein Soldat ist und was er mit dem Droiden zu tun haben könnte, können wir nur mutmaßen. Die Rüstung des Stormtroopers sieht definitiv benutzter und dreckiger aus als das der anderen Soldaten. Könnte das ein Klon sein, der sich als Stormtrooper tarnt? Wirkt gar nicht mal so verkehrt. Während Reva Obi-Wan weiter verfolgt, sehen wir nochmal die drehenden Lichtschwerter der Inquisitorin, zwei Fluchtkapseln und eine klare Drohung von Reva mit ihrem Lichtschwert. Sowohl bei der letzten Gegenüberstellung als auch hier ist nicht klar, wer diese Personen sind. Einige mutmaßen, es könnte sich bei der ersten Person um Echo handeln, bei dem Mann mit dem Tattoo an der Hand könnte es sich aber auch um einen ganz normalen Mitbürger handeln. Vielleicht auch jemanden, der Informationen zu Kenobi hat? Das Symbol des Jedi-Ordens an die Wand geschnitzt, scheint auch hier Reva die Spuren der Jedi zu verfolgen. Doch wer hat das angezeichnet? Andere überlebende Jedi? Jünglinge? Wir werden sehen. Die nächste Szene zeigt uns einen bewaffneten Mann, der sich Reva in den Weg stellt. Obi-Wan scheint das nicht zu sein, da er in allen anderen Shots seine Robe trägt. Wer also ist das? Ein Verbündeter? Ein untergetauchter Jedi? Weiter geht es mit Kenobi. Wie bereits gesagt, kämpft Obi-Wan gegen die Inquisitorin und nutzt dabei nicht sein Lichtschwert. Er versucht, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich selbst zu ziehen. Das tat er ebenfalls auf Tatooine und nutzte eigentlich nie sein Lichtschwert. Es kann natürlich auch sein, dass er in diesem Moment keinen Zugriff auf seine zivilisierte Waffe hat, aber schauen wir weiter. Der letzte Shot aus dieser Auseinandersetzung zeigt uns grüne Vögel, die aus dem Rauch emporsteigen. Es könnte jemand dazugestoßen sein oder es handelt sich um ein Ablenkungsmanöver Kenobis. Die letzte Szene zeigt uns einen bedrückten Obi-Wan, der auf etwas hinunterschaut und dann in die Ferne guckt. Vielleicht ist es Anakins Lichtschwert oder sein eigenes. Oder es ist der Moment, in dem er sich entscheidet, Luke kurzzeitig verlassen zu müssen. Der unglaubliche Teaser endet mit Anakins Dark Deeds, einem der berühmtesten Soundtracks von Star Wars Episode 3, den Tom und ich schon etliche Male rauf und runter gehört haben. Mit diesem Gefühl hören wir Vaders Atmen und wissen, was uns bevorsteht. Das war der atemberaubende Teaser zu Obi-Wan und zum Schluss nochmals zum gefallenen Auserwählten. Jetzt kennt ihr alle Details und wir freuen uns, diese Serie gemeinsam mit euch erleben zu dürfen. Ein wahres Fest, Freunde. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.